2016 gewann die Linke die Wahl mit dem Wahlversprechen, die Stadt gehört euch. Das, was wir 4 Jahre später jetzt haben, ist ein geräumter Freibeuter, eine geräumte Friedel und ein geräumter Drugstore. Wir haben als Jugend keinen Bock mehr darauf zu warten, dass uns eine parlamentarische Lösung vorgeschlagen wird, sondern wir ergreifen die Initiative und fordern das ein, was uns gehört. Hallo, ich bin Anna und wir sind heute hier auf dem Dragoner-Areal, denn hier findet gerade eine Besetzung von Jugendlichen statt. Der Grund ist, dass Potze und Drugstore, ihr habt es gehört, das sind selbstverwaltete Jugendzentren in Berlin, die jahrzehntelang schon existieren, die sollen raus. Der Drugstore hat bereits schon seine Schlüssel abgeben müssen und die Potze hält noch stand. Und die Jugendlichen haben sich gedacht, wir können nicht länger warten, wir brauchen selbstverwaltete Räume. Und genau deswegen wurde hier in Solidarität mit Potze und Drugstore dieses alte Toyota-Autohaus besetzt. Und ja, das steht schon auf dem Dragoner-Areal seit über 10 Jahren leer. Und das kann ja auch nicht sein, dass hier mitten in Kreuzberg einfach so eine große Leerfläche ist. Wir sagen ganz klar, der Bezirk muss dieses Objekt übergeben. Der Traum ist aus, der Traum ist aus, aber ich würde alles geben. Hier stehen etwa 50% der Räume seit über 10 Jahren, 10 bis 15 Jahren leer. Und werden nicht genutzt, obwohl das, wie gesagt, beim Bund gehörte und dem Land gehörte oder jetzt gehört. Und deswegen finde ich das super, dass jetzt tatsächlich ein Anspruch kommt von Leuten, die das heute am Sonntag besetzt haben und beanspruchen für ein Jugendzentrum, Drugstore und eine Einrichtung Potze, die aus einem ehemalig landeseigenen Gebäude in Schöneberg verdrängt werden. Also absolut sinnvoll und absolut unterstützenswert. Und ich hoffe, dass es mal gelingt, hier endlich auf einem landeseigenen Gebiet Nutzungsverträge durchzusetzen. Ja, ich bin Adrian Furtwängler, ich bin Rechtsanwalt und wurde von den BesetzerInnen hier im Dragoner-Areal darum gebeten, ihre Forderungen in die Verhandlungen mit den EigentümerInnen einzubringen. Es haben hier seit gestern mehrere Jugendliche einen seit Jahren leerstehenden Teil des Dragoner-Areals besetzt und haben den Eigentümer, die Berliner Immobilienmanagement, aufgefordert, diesen Teil an die Jugendzentren Potze und Drugstore zu vermieten. Es liefen bis heute noch Verhandlungen darüber, die im Endeffekt nun leider gescheitert sind und was dazu geführt hat, dass die Besetzerinnen heute Mittag durch die Berliner Polizei geräumt wurden.